Freunde, ich habe auf ein Dienstwort verzichtet, weil es im Regelfall den Parteitag nur etwas länger macht. Aber wenn wir über Gewerbesteuer reden, dann ist es zweifelsohne richtig, dafür kann jeder der OP noch sonst jemand für uns. Aber ganz wichtig ist dabei zu bemerken, dass wir in der Zwischenzeit es geschafft haben, dass 51 Staaten beigetreten sind, um gerade diese Steueroasen auszutrocknen. Da sind wir also auf gutem Weg, und so Dank schön sagen, unserem Finanzbundesminister. Und zum Thema Gewerbesteuer gehören natürlich auch Arbeitsplätze. Und da lassen mich zwei Dinge ganz kurz halten. Wir haben die Problematik in Deutschland in der Zwischenzeit, dass unsere Energiekosten ja fast doppelt bis dreifach so hoch sind wie in den USA. Wir haben eine Infrastruktur, die katastrophal ist. Das heißt, wir müssen also dafür sorgen, dass die Infrastruktur sich möglichst schnell verbessert. Und da Sie im Augenblick wenig davon hören, würde ich Ihnen sagen, ich bin ganz intensiv nach wie vor im Deutschen Bundestag dabei, mit Herrn Lorenz zu reden, aber ich war am Wochenende gerade auch mit unserem Wirtschaftsminister und Vizekanzler unterwegs, da habe ich das auch natürlich angebracht und war bei der IHK in dieser Woche noch. Wir sind also dabei, das zu forcieren. Ein Teil haben wir schon geschafft, aber es ist noch viel zu tun. Und lassen Sie mich eines dazu sagen. Eine Firma Bayer beispielsweise steht nicht im direkten Wettbewerb mit BASF, aber die stehen auch im Wettbewerb mit Bayer USA. Das heißt, wenn wir so hohe Energiekosten haben, eine schlechte Infrastruktur haben und wenn die Menschen, und das war der Manager von Ford, der das sehr deutlich bei der IHK so sagte, schon sauer sind, weil sie eine Stunde im Stau überall stehen und auch nicht so von London anfliegen, anschließend noch eine Stunde im Stau stehen, hin und her, dann ist das für unseren Standort katastrophal. Deshalb nur, ich bin, soweit ich kann, intensiv da dran und ich glaube, wir müssen alle für sorgen. Ansonsten sind die Pläne, die alle richtig sind, wie wir gehört haben, natürlich möglicherweise nicht durchgeführt.